Also die Tatsache, dass der Vorhang jetzt zugezogen wurde, das ist nicht, damit Sie nicht sehen, dass die Sonne so schön draußen scheint und nach draußen gelockt werden und uns abhanden kommen, sondern es ist tatsächlich offensichtlich so, dass die Sonne abends dann immer in so einem Winkel hier reinstrahlt, dass sich der Raum unglaublich aufheizt. Und es haben ja vorhin schon einige gesagt, dass die Luft etwas knapp ist und ja, umso wichtiger ist lebhafter Diskurs, damit Sie alle nicht müde werden und noch durchhalten, bis es nachher zum gemütlichen Teil übergeht. Wir haben jetzt, herzlich willkommen zurück und willkommen auch alle Neuzugänge, die vorhin noch nicht da waren. Wir haben jetzt das zweite Panel, wo es hoffentlich knackig zugehen wird mit vielen Diskussionen. Sie haben ja gehört schon, diese ganze Tagung widmet sich drei Bereichen: der Industrie, der Mobilität und der Energie. Andersrum: Industrie, Energie, Mobilität. Jetzt ist die Industrie dran. Wir fragen, grüne industrielle Revolution, wie werden wir produzieren? Und da wird es auch ganz stark gehen um die Nutzung von Ressourcen. Wie werden wir künftig damit umgehen, was die Erde uns so zu bieten hat? Wie werden wir das vernünftig verbrauchen? Kann man das vernünftig verbrauchen? Müssen wir uns alle bescheiden? Können wir richtig loslegen? Ja, alle diese Rezepte werden jetzt hier diskutiert und unsere drei Podiumsgäste haben da sehr unterschiedliche Ansätze, die ich hoffe, die Sie auch gleich mit Leidenschaft vortragen werden. Und wir werden dann auch diesmal so ein bisschen, hoffe ich mal, ein bisschen mehr Zeit noch haben, dass Sie auch Ihre Fragen stellen können, also damit das alles hier so ein bisschen aufgemischt wird. Wir haben drei Gäste fürs Podium aus Hamburg heute gekommen: Professor Dr. Michael Braungart aus Hamburg, das kann man sagen, weil er da die Internationale Umweltforschung GmbH EPEA führt, da Geschäftsführer ist, die auch gegründet hat, aber eigentlich ist er nicht nur in Hamburg, sondern überall unterwegs. Er hat zum Beispiel drei Professuren in Lüneburg, in Rotterdam und in Enschede, ist auch Bewunderer, wenn ich das rausgehört habe im Vorgespräch des holländischen Modells. Professor Braungart ist Chemiker, er hat viele Jahre für Greenpeace gearbeitet und ist bekannt geworden mit dem Konzept Cradle to Cradle. Die von Ihnen, die Englisch können, normalerweise sagt man ja Cradle to Grave, also Wiege zu Bahre oder Wiege zu Grab, sagt man auf Englisch. Ja, hier geht es eigentlich um Wiedergeburt. Man kommt von der Wiege und dann geht man irgendwie, wird man groß und dann kommt man wieder in die Wiege. Er wird nachher erklären, wie das funktioniert. Ja, er hat auch viel in den USA gearbeitet, 2002 ein Buch geschrieben über dieses Konzept, gemeinsam mit William McDonough. Einfach intelligent produzieren heißt das. Und ja, Professor Braungart, ich bitte Sie einfach, hier Platz zu nehmen auf diesem Stuhl. Der zweite Podiumsgast, Marc Defossé. Marc Defossé hat ja, sein Berufsleben praktisch beim Chemiekonzern BASF verbracht, also ist aus Ludwigshafen gekommen, kennt aber nicht nur Ludwigshafen, sondern alles Mögliche, besonders gut auch Brüssel, weil er Direktor für Unternehmenskommunikation und Regierungsbeziehungen ist. Und da ist man ja auch viel, Regierungsbeziehungen gehen ja auch über die Grenzen hinweg, ist man ja auch mit den europäischen Beziehungen beschäftigt, war eben auch lange im BASF-Büro in Brüssel. Er ist Politikwissenschaftler von der Ausbildung und Historiker. Und er möchte große Ideen, von denen wir ja vorhin auch schon viele gehört haben, auch mal so einen Realitätscheck unterziehen. Was ist eigentlich wirklich möglich? Was bleibt von den großen Ideen übrig, wenn man sie denn umsetzen muss, was man ja so in einem Konzern jeden Tag tun muss? Man wird ja ständig konfrontiert mit Leuten, die sagen, geht nicht, haben wir nie so gemacht. Was kann man trotzdem machen? Er ist aber auch ein Optimist. Zum Beispiel hat er gerade irgendwann gesagt, also bis 2050 kann eigentlich der gesamte deutsche Gebäudebestand klimaneutral sein. Hört sich ja schon mal gut an, Marc Defossé. Eigentlich sagt man ja immer Ladies first, aber ich habe so gedacht, weil Sie ja hier auch so mit zu den Hausherren sozusagen, zumindest im Dunstkreis gehört, kann man Sie auch mal zum Schluss aufrufen. Darum nicht weniger herzlich, Kerstin André, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, und sie leitet dort den Arbeitskreis
Das muss ich ablesen, sorry. Wirtschaft, Arbeit, Soziales, Haushalt, Finanzen und Gesundheit. Wenn ich es nicht abgelesen hätte, hätte ich Gedöns sagen müssen. Damit ist jemand anders schon mal schlecht angekommen. Wäre ganz blöd. Sie ist Volkswirtin von der Ausbildung und ganz stolz, darf ich das sagen, dass sie gerade den Mittelstandspreis gewonnen hat von der Union Mittelständischer Unternehmen, weil sie sich nämlich so einsetzt als grüne Politikerin für mittelständische Unternehmen, deren Erfolg und eine zukunftsfähige Wirtschafts- und Sozialordnung und Wirtschafts- und Sozialordnung, Finanzordnung, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das falsch aufgeschrieben habe. Auf jeden Fall ist sie ganz groß da drin, Ökonomie und Ökologie zu vereinbaren, was ja auch was ist, was die Grünen sich als ja, Erfolgsstrategie aufs Programm geschrieben haben, um diese Fahnen nicht zu bemühen, die man immer dann nimmt. Frau Andreae. So, ich glaube, was Sie beide machen, Frau Andreae und Herr de Fossé, ist einigermaßen transparent, aber vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen Energie diesem Konzept Cradle to Cradle widmen, damit wir überhaupt verstehen, Professor Braungart, was Ihr Ansatz ist und worüber wir hier eigentlich diskutieren. Sie sagen einfach, das ist mal was hier in den Raum geworfen, ganz provozierend, Verschwendung ist gut. Ja, die Leute sagen dann auch immer, sie sagen einfach eine Welt ohne Abfall. Nein, ich sage etwas ganz anderes. Ich sage, wir verstehen traditionell unter Umweltschutz, wenn wir weniger zerstören. Wir sagen, fahre weniger Auto, schütze die Umwelt. Mach weniger Müll, schütze die Umwelt. Aber damit schützen wir nicht, wir zerstören nur weniger. Und da in dieser Logik hat die DDR die Umwelt besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Also sie konnten sich die Kunstdünger nicht erlauben, das Uran in die Umwelt bringt. Es wird viel mehr Uran und radioaktive Stoffe in die Umwelt gebracht durch die Düngerindustrie, als in allen Atomanlagen verwendet wird und wird alles auf unseren Feldern verteilt. Allein in den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran nur in Deutschland auf den Feldern. Ja. Und das konnten die DDR sich nicht erlauben. Und dann hatten sie das Geld, nicht die Feuchtgebiete zu zerstören. Also wurden dadurch die Feuchtgebiete erhalten. Das heißt, ich sage, lasst uns doch wie die anderen Lebewesen nützlich sein, nicht weniger schädlich. Und dann entstehen völlig andere Produkte. Also es entstehen zum Beispiel Farben bei Akzo Nobel, die die Luft reinigen, nicht die weniger stinken. Wenn Ihr Freund weniger stinkt, dann hilft Ihnen das auch nichts dazu. Aber wir können natürlich auch etwas machen mit weniger schädlich zu sein. Wenn ich den Ralf angucke, dann denke ich immer, das ist ja wirklich toll, das schützt die Umwelt viel mehr, weil er weniger Haare auf dem Kopf hat. Das sind umgerechnet auf Shampoo und auf das Wasser, sind das 20.000 Liter warm Wasser im Jahr. Ja? Also, und wenn ich mir zum Beispiel dann die Friederike von Wedel angucke, Professorin für Nachhaltigkeit, davon ist es noch schlimmer. Ja, sie macht Sustainable Fashion hier in Berlin. Ja, man müsste festlegen, dass Frauen nur maximale Haarlänge von 5 Zentimeter haben, zum Beispiel. Ja, weil das viel weniger hat. Wir haben noch Platz im Wahlprogramm. Ja, oder? Also ich kann, ja, aber es sind so viele Schuldmanagement-Sachen da ja drin in diesem Wahlprogramm drin. Und das kann man natürlich machen. Zum Beispiel, wenn Sie Champagner trinken, haben Sie viel weniger CO2, weil die Bläschen feinteiliger sind, wie wenn Sie Prosecco trinken. Also das kann jeder was tun. Ja? Oder noch ein einfaches kleines Beispiel, wenn Sie mit dem Aufzug fahren zum Beispiel, ja, dann brauchen Sie 5-mal weniger Energie, wie wenn Sie die Treppe steigen. Und das ist berechnet für eine 40-jährige Vegetarierin. Also weil eine menschliche Kalorie zu erzeugen so viel energieintensiver ist, als den Aufzug zu transportieren. Wer also sein Carbon Footprint minimieren will, muss immer Aufzug fahren. Spart 5-mal mehr Energie dabei. Also da gibt es noch mehr. Die Frauen sind auch sonst ein Problem, denn wenn sie zum Beispiel eine Krawatte im Winter tragen, dann können sie die Raumtemperatur um 2 Grad senken. Das spart ihnen 5-mal, 6-mal mehr als jedes Glühbirnenverbot. Wenn sie so leicht stranguliert sind, können sie die Raumtemperatur senken. Also es gibt schon was weniger schädlich zu sein. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Wir machen Dinge, die nützlich sind. Und ich bin ganz damit eingegleitet dazu, Sachen, die für die Biosphäre geeignet sind, wenn sie verschleißen. Also Schuhsohlen zum Beispiel. Das sind zum Beispiel die ersten Schuhe, die für den Kavalierstadt an der Fußgängerampel geeignet sind. Ja.
von Puma zum Beispiel die ganze Kollektion inzwischen. Oder wir machen Dinge zum Beispiel, die, wissen Sie, sind bei einer Veranstaltung, wo es um 18.15 Uhr Kaffeepause gibt. Ja? Ich bin dann beim Abendessen normalerweise. Darum haben Sie sicher alle Hunger. Und wir, ich habe Hunger auch, und zwar hier ist Herr Hunger. Ja? Dazu stehen Sie auch vielleicht, Herr Hunger, weil Herr Hunger vertritt eine Firma, Desso, und mit denen machen wir Teppichböden, die die Luft reinigen. Ja? Und zwar, wir verlieren durch etwa 3 bis 5 Jahre Lebenserwartung durch Feinstäube. Dagegen ist Passivrauchen völlig irrelevant. Sogar Alkohol trinken ist im Durchschnitt der Bevölkerung irrelevant im Verhältnis zu Feinstaub. Ja? Was tun wir dazu? Warum soll ich meine Lunge einsetzen, die Luft zu reinigen, wenn es mein Teppichboden kann? Ja? Also wir machen nützliche Produkte, nicht weniger schädliche. Und zum Beispiel, das Gegenteil ist die Effizienz zu BASF zum Beispiel. Das heißt, man versiegelt die Gebäude, ja, wie hier. Ist Ihnen aufgefallen, es beschlägt Ihnen die Brille geradezu durch die Luftqualität hier. Ja, man versiegelt die Gebäude, macht sie gasdicht. Ja. Man bekommt nur steuerliche Förderung, wenn die Gebäude gasdicht sind. Ja. Und die Luft im Gebäude im Durchschnitt schon ist etwa 3 bis 8 Mal schlechter als die schlechteste städtische Außenluft in Berlin. Ja. Das heißt, wir machen das Falsche perfekt und damit perfekt falsch. Ja. Darf ich da mal gleich... Und insoweit gesehen erfinden wir alle Dinge nochmal neu, dass sie nützlich sind und nicht weniger schädlich. Und da entstehen zum Beispiel Produkte eben für die Biosphäre oder die Technosphäre. Mit Schüco zum Beispiel in Bielefeld, Europas größter Fensterhersteller, machen wir Fenster, wo man den Leuten nur 25 Jahre durchgucken verkauft. Ja, und Wärmedämmung. Weil dann wird das Unternehmen zur Rohmaterialbank. Es wird damit wertvoll. Es kann die guten Coatings von BASF einzusetzen. Den hatten sie nämlich auch. Ja, und dann muss man nicht mehr den billigsten Dreck nehmen, sondern man kann die besten Materialien nehmen. Und sie gehen in technische Nährstoffkreisläufe zurück. Also das würde jetzt einfach gerne mal einhaken, weil Sie jetzt ein Feuerwerk der Dinge losgelassen haben, ja, die wir alle falsch machen. Genau. Ich würde jetzt einfach Sie noch mal gerne fragen, wie macht man es denn richtig? Und vielleicht können Sie dann einfach mal erklären, damit alle folgen können, Cradle to Cradle, auch alle, die es nicht gelesen haben auf Ihrer Website oder so. Wie macht man es richtig? Also ich habe mir natürlich die grüne Geschichte angeguckt und habe festgestellt, dass es mal einen Umweltminister gab, der hat mit Getränkeverpackungen eine ganze Legislaturperiode bestritten. Und so habe ich gedacht, das mache ich heute auch dazu, nur wegen einer Podiumsdiskussion. Wenn Sie diese Cola trinken, kriegen Sie durch die Phosphorsäure ausgelaugt 50 Mal mehr, bis zu 50 Mal mehr bei der Mehrwegflasche Antimon mit, als es legal ist in Trinkwasser. Ist trotzdem legal, weil es ist ja kein Trinkwasser, es ist ja Cola. Das heißt, wir haben den Katalysator geändert davon, und das ist hier davon, dass dieses Material wirklich zurückgeht und dass das Getränk innen drin auch wirklich gesund ist. Oder hier zum Beispiel, wir suchen die Etiketten raus, für die da drauf sind, damit sie nicht nachher in der Pizza nachher die Schlemme und Rückstände aus der Altpapieraufbereitung haben, aus dem Karton, das nennt sich dann Recycling, sondern diese Etikette können Sie beim Wiederbefüllen abwaschen und damit Shiitake-Pilze züchten. Das heißt, wir setzen diese ganze Weltuntergangsdiskussion, 30 Jahre Weltuntergangs, 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion jetzt in Qualität und Innovation um. Also nicht mehr Nachhaltigkeit, das ist ziemlich langweilig, wenn ich Sie frage, wie geht's Ihnen so mit Ihrem Lebensgefährten, was sagen Sie dann nachhaltig, ja? Dann sage ich herzliches Beileid. Ja. Sondern es geht um Innovation, um Qualität. Und dann bin ich ganz nah natürlich bei der BASF. Innovation, Qualität und Schönheit. Wenn ein Produkt, was Müll wird, ist einfach nicht schön. Ja. Es hat schlechte Qualität. Wir haben also Qualitätsprobleme. Und darum brauchen wir Innovation, Qualität. Und darum bin ich natürlich so sehr mit Ralf Füchs, nicht nur, weil er vorher was Nettes über mich gesagt hat, sondern weil er in der Tat das in dem Buch mal wunderbar zusammengefasst hat. Und da rate ich nur die Lektüre auch. Da würde ich jetzt Frau André gleich, Sie werden immer ernster, Ihre Miene wird immer finsterer, Nachhaltigkeit ist total langweilig. Sie sehen nicht so aus, als ob Sie das langweilt. Das erste Schwarz für Hautkontakt zum Beispiel. Ja, ich meine, es ist ja erstmal tatsächlich ein Feuerwerk von irgendwelchen Sachen, vielleicht gar nicht so sehr, die wir falsch machen, also ob wir jetzt zu lange Haare haben oder die zu oft waschen oder so, das ist ja, finde ich, tatsächlich auch der persönlichen Lebensführung geschuldet und ich finde es auch wichtig, dass man sich doch durchaus Gedanken macht, wie lebe ich, ja. Jetzt kann man natürlich das Aufzugsbeispiel noch dadurch toppen, dass man sagt, ich habe zumindest mal gehört, wenn man immer die Treppe läuft, wird man ein halbes Jahr länger leben, vielleicht können wir uns das nicht leisten, ja, dann sollten wir vielleicht doch Aufzug fahren. Ja, aber so funktioniert es irgendwie, zumindest in meiner Welt nicht. Was ich interessant finde, sind Produkte zu entwickeln, die einen Zusatznutzen haben.
Absolut. Also Farben, die an der Häuserwand draußen sind und die können CO2 minimieren oder die Luft reinigen, wie Sie sagen, super. Ja, Teppiche, die Luft reinigen, super. Also Produkte, die einen Zusatznutzen haben zu dem, was Ihnen sowieso schon zugesprochen ist, ist eine wunderbare Sache. Auf der anderen Seite sind wir ja immer in einer lernenden Ökonomie. Also ich kann mich noch erinnern, als wir in Freiburg, ich bin aus Freiburg und da wurden die ersten Passivhäuser, wurden so hochgehypt. Ja, jetzt habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass mit einem Passivhausstandard, das ist es eigentlich gar nicht mehr, weil man irgendwie merkt, dass das mit der Luftzirkulation nicht so funktioniert, wie man will, weil vielleicht die Brille beschlägt oder ähnliches. Also wo dann immer auch wieder eine Erfahrung dabei ist, so kann es nicht funktionieren. Und ich glaube, dass wir das schlicht erstmal anerkennen müssen, dass wir eine lernende Ökonomie sind, auch immer eine sein müssen, die immer weiter lernt. Ich war vorhin, durfte ich noch dieses Fisch-Tomate-Beispiel da mir anhören, das ist ja wunderbar, ja. Aber vor 10 Jahren hätte es in der Form nicht gegeben. Also man muss und soll die Dinge auch immer lernen und immer weiterentwickeln. Womit ich aber überhaupt nicht einverstanden bin, ist, das Ganze in Gegensatz zu stellen. Und der Gegensatz, der da heißt, also Sie haben es jetzt im Leisen gesagt, so meinten Sie es nicht, aber natürlich war die Partnerschaft, wenn sie denn dann lange währt und als nachhaltig beschrieben wird, langweilig. Und übersetzt heißt es ja, das mit der Nachhaltigkeit ist gar nicht mehr das Konzept, was wir brauchen, sondern das Konzept, was wir brauchen, ist eben dieses Lebenszykluskonzept. Kann ich ein Produkt wieder quasi in eine neue Produktart weitergeben? Also kann ich dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip tatsächlich umsetzen? Und ich würde sagen, angesichts dessen, wo wir stehen, und der Herausforderung, die wir haben, können wir uns gar nicht leisten, auf irgendeinen der Pfade zu verzichten. Also natürlich ist der ganz grundsätzliche Ansatz der Nachhaltigkeit, dass ich bewusst einsetze und verbrauche. Der ganz grundsätzliche Ansatz des immer effizienter Werdens und natürlich auch der ganz grundsätzliche Ansatz, Produkte zu entwickeln, die einen Zusatznutzen haben. Alles dieses müssen wir machen, weil angesichts dessen, was vor uns liegt an den Herausforderungen, an den ökologischen Notwendigkeiten, an den ökonomischen Notwendigkeiten, können wir nicht uns auf einen Pfad alleine begeben. Das, glaube ich, reicht gar nicht mehr aus. Wir müssen alle Wege gehen. Unter anderem auch deswegen, weil wir nicht nur national, sondern auch global unterwegs sind und ja andere Länder auch ein Interesse dran haben, von unseren Strategien zu lernen und unsere Produkte, Produktionsprozesse, Produktionsweisen vielleicht auch zum Teil zu übernehmen. Deswegen würde ich Dinge nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie parallel fahren. Hm. Wie ist das mit den Schuldgefühlen? Sie können ruhig klatschen, ja? Erlaubt? Alles in Ordnung? Wie ist das mit den Schuldgefühlen? Der Professor Braungart sagt ja, braucht man nicht haben, einfach verbrauchen, leben, wunderbar. Die Natur ist auch, also ich bringe ja auch gerne mal den Kirschbaum, der einfach blüht und wunderbar ganz verschwenderisch ist und Schuldgefühle bloß nicht. Aber muss man nicht doch irgendwie ein paar Schuldgefühle haben? Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass bei uns im Dorf die Leute alle ihre Kinder in den 500 Meter oder 300 Meter entfernt gelegenen Kindergarten mit dem dicken Auto bringen, dann denke ich, die könnten ruhig ein paar Schuldgefühle haben, oder? Ja, also die anderen können immer gerne Schuldgefühle haben, ja. Bei sich selber wird es natürlich schwierig. Ich glaube, dass das auch nicht der richtige Ansatz ist. Weil, ich meine, dann könnten wir wirklich uns doch relativ zurückziehen in wie auch immer gelüftete 4 Wände und uns möglichst wenig bewegen. Ich glaube, die Notwendigkeit ist, dass man wirklich immer wieder überprüft, dass man auch sehr ehrlich überprüft, dass man vielleicht auch die Grenzen des eigenen Handelns erkennt und anerkennt, aber auch immer wieder versucht, diese zu überwinden oder die Dinge zu verbessern. Aber wir Grüne haben eine lange Erfahrung damit, dass wir Lebensformen vorgeschrieben haben. Ja? Und das war keine positive Erfahrung. Also ich mag mal daran erinnern, dass wir ja mal diesen 5-Marks-Beschluss für den Liter Benzin auf den Weg gebracht haben, mit einem Zeitpfad, der im Übrigen sich ungefähr bewahrheitet. Also das war ja nicht von heute auf morgen, sondern das war so, es wird irgendwann so kommen, wir kommen da auch noch irgendwann hin. Aber uns ist es gar nicht gelungen, das Ganze einzubetten in eine Gesamtverantwortung und in dieses Gefühl, wir müssen quasi umsteuern, sondern es war, ihr müsst es jetzt so machen. Und deswegen bin ich nicht dabei, über Schuldgefühle oder über Moral an der Stelle zu diskutieren. Was ich will, ist, dass es ein Bewusstsein gibt und auch die Möglichkeiten zu verändern. Das scheint mir die bessere Strategie. Herr Defossi, Schuldgefühle, Moral. Hat man sowas als Unternehmen auch mal, Schuldgefühle? Wir müssten eigentlich noch viel mehr und so, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin. Also ich glaube, da ich für die BASF spreche, glaube ich, brauche ich diese Schuldgefühle nicht zu haben. Vielleicht einfach ein paar Worte zur BASF. Ich meine, die meisten verbinden sie mit Chemie natürlich.
Aber vielleicht auch, um nochmal deutlich zu machen, was BSF hier vor Ort beispielsweise in Ludwigshafen bedeutet. Das ist ja ein Standort, wo über 33.000 Menschen beschäftigt sind. Und wenn man noch diejenigen nimmt, die noch mit Reparatur und Neuaufbau von Anlagen beschäftigt sind, sind fast 40.000 Leute auf diesem Standort vertreten. Und um Ihnen nur mal zu illustrieren, welchen, glaube ich, auch Wandel die Chemieindustrie durchgemacht hat. Ich selber wohne 200 Meter vom Haupteingang der BSF entfernt. Das heißt, ich laufe jeden Morgen 5 Minuten zu Fuß zu meiner Arbeitsstätte. Das können ja leider nicht alle 30.000, über 30.000 Mitarbeiter der BSF machen. Aber ich will damit nur illustrieren, dass mittlerweile die Standorte direkt um das Werk, und da komme ich auf Produktion von Chemie zu sprechen, mittlerweile so ist, dass die Leute auch gerne in der Nähe wohnen. Das heißt, wenn man 20 Jahre zurückblicken würde, würden, glaube ich, alle gerne eher in die Pfalz gezogen sein. Herr Flüchs, ich glaube, Sie sind sogar gebürtiger Pfälzer. Sie kennen das sozusagen noch aus den Zeiten, als die BSF vielleicht nicht so organisiert war wie heute. Es hat sich ein dramatischer Wandel vollzogen. Und das gilt nicht nur für die Produktion. Um Ihnen das nur ein paar Zahlen auch noch mal zu illustrieren. Seit 2002 ist zum Beispiel der CO2-Ausstoß um 32% gesunken, und zwar gemessen an Output pro Tonne. Und wir haben uns ein klares Ziel gesetzt, dass bis 2020 weitere 7% dazukommen, 8% dazukommen sollen, 40%. Wenn man das und auf die Zeit der Wende davor beziehen würde, auf 90er-Zahlen, müsste man sagen, 3/4 des CO2-Ausstoßes gemessen an Produktionsausstoß pro Tonne sind rückläufig gewesen. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Wasser. Für Wasser haben wir uns das Ziel gesetzt, dass wir Trinkwasser nur noch und das weltweit -50% einsetzen. Das heißt, wir haben jetzt auch schon Zahlen, die sind bei 25%. Das heißt, in den nächsten 8 Jahren, Sie sehen auch die Ziele, die man sich setzt, sind ambitiös. Wenn ich zu den Produkten komme, wir als BSF haben uns eine Strategie gegeben, die heißt We Create Chemistry. Also wir schaffen nicht nur Chemie, sondern Produkte sozusagen für die Anwendung finden sollen. We Create Chemistry for a Sustainable Future. Wir haben das auf Deutsch übersetzt, Chemie, die verbindet. Also insofern hat das doch etwas vielleicht mit Liebe zu tun. Das heißt, wir sehen unsere Chemie, und das gilt auch für die gesamte Chemie Deutschlands, als Industrie, die Lösungsansätze bietet. Auf Englisch gibt es das schöne Wort Enabling Industry. Ich glaube, wir werden sehen, dass in der Zukunft wir vielleicht eher, das mag den einen oder anderen hier stirnrunzeln, aber vielleicht mehr Chemie brauchen, um die Probleme der Zukunft, Klimaschutz und Herausforderungen, die sich stellen, wie Ernährung, Demografiewandel und diese Dinge zu bewältigen. Herr Professor Braungart, Lösungsansätze entwickeln. Bei Herrn Dr. Kerber vom BDI hat sich das vorhin ganz ähnlich angehört. Sie von Ihnen, die vorhin schon da waren, haben das gehört. Die Industrie macht sehr viel und auch viele fortschrittliche Sachen. Sie sagen aber, Deutschland zerstört die Umwelt. Ja, also wir haben das ja vorher gehört, wenn man die bestehenden Dinge nur optimiert, das hat selbst George Bush verstanden. Ich habe ja irgendwann mal den Preis für grüne Chemie in den USA gekriegt davon. Und da hat er gefragt, was der Unterschied zwischen Effektivität und Effizienz ist. Und den Incremental Changes sozusagen, wir machen es ein bisschen besser. Nein, wir machen es nur ein bisschen weniger schlecht. Und ich habe gesagt, wenn Sie in Texas die elektrischen Stühle mit Windenergie betreiben, dann sind sie immer noch elektrische Stühle. Er hat darauf gesagt, immerhin hat der liebe Gott da noch eine weitere Chance. Wenn der Mensch unschuldig war, dann weht der Wind ja vielleicht nicht oder sowas. Also man kann, wenn man hier, wenn Sie sagen, dass man alle unterschiedlichen Wege angucken sollte, dann verstehe ich das, wenn man so eine polygame Grundstruktur hat vielleicht. Aber normalerweise, Entschuldigung, ich habe ein bisschen loses Mundwerk, weil ich bin in den USA groß geworden und halt eigentlich steckt da wirklich sehr viel ordentliche Wissenschaft dahinter. Also ich war zum Beispiel der behauptet hat, ja, dass man Papier
Zellstoff herstellen kann ohne Chlorbleiche. Dafür bin ich verprügelt worden und jeder hat gesagt, das ist eine Utopie. Heute machen das alle so. Ich war der mit zwei anderen Wissenschaftlern weltweit, der gesagt hat, wir können unsere Kühlschränke ohne FCKWs betreiben. Und Siemens hat eine Presseerklärung geschrieben, die würden dann alle explodieren. Heute ist es die gängige Technik. Also ich sage Ihnen deshalb auch an Beispielen, dass das nicht irgendwie Utopie ist, sondern dass wir alles nochmal neu erfinden können. Und darauf zurück geht es mir darum, eben das Schuldmanagement ist schon da. Und das schlechte Gewissen, das können Sie daran sehen, dass die Leute ganz selbstverständlich klimaneutral sein wollen. Und jeder findet das gut. Ja? Also Berlin möchte 2050, glaube ich, klimaneutral sein. Sie haben gerade auch so ein Beispiel gebracht. Sie können nur klimaneutral sein, wenn Sie nicht existieren. Das ist die allereinzige Chance. Und haben Sie schon jemals einen einzigen klimaneutralen Baum gesehen? Einen einzigen. Das heißt, wir wollen mit aller unserer Intelligenz dümmer als Bäume sein. Wenn das kein schlechtes Gewissen ist, dann weiß ich nicht, wie Robin Scholz ein schlechtes Gewissen darstellt. Wenn Sie sagen, wir möchten 50% weniger Wasser verbrauchen, das heißt, ich will mein Kind eben nur dreimal schlagen, anstatt fünfmal, ja? Damit habe ich doch nichts gemacht. Wie soll ich da einen jungen Menschen hinterm Ofen hervorlocken, dem ich sage, jetzt bin ich jetzt 20% weniger Schwein 2020, ja? Das ist, wir können jetzt, weil die Banker alle diskreditiert sind, wir haben nach Seveso, Bhopal, Tschernobyl, diesen ganzen Umweltkatastrophen, eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern und Ingenieuren eingebüßt. Darum freue ich mich ja so, dass wir das jetzt machen, weil jetzt können wir die ganzen Betriebswirte oder die ganzen jungen kreativen Leute endlich kassieren. Und zwar eben für die Naturwissenschaften, weil wir gelernt haben, da stimme ich Ihnen völlig zu, dass wir aus diesen ganzen Umweltdebatten gelernt haben und jetzt können wir die Besten kriegen. Und ich mache in Holland das auch zusammen mit der Chemieindustrie, gehe ich von Schule zu Schule und sagt, macht mit, aber nicht mit schlechtem Gewissen dazu. Wo Sie sehen, wie schlecht das Gewissen ist, dass Sie, es gibt kein Bio, kein einziges Bio. Ja? Alle wollen noch Bio essen, was unsere eigenen Stoffwechselprodukte erlaubt. Ja? Es ist nur Bio ohne uns. Sie können nachgucken, wir haben 1992 angefangen zur Rio-Konferenz, ja, und Ernst Ulrich war ja mit dabei auch dazu, die erste Anlage eingesetzt, die nicht Dünger einsetzt und dann nachher Aquaponics daraus macht und dann Fische füttert und dann sonst was dazu, sondern wir haben gesagt, wir müssen die Kacke der Leute nutzen. Ja, ja, und wir haben inzwischen von eigenem Geld 150 Anlagen gebaut, ja, die laufen alle. Und Sie können nachgucken, O-Instituto Ambiental, nicht patentiert, die kann jeder Zugang dazu haben. Die Bauanleitung ist übers Internet zu kriegen. Wir machen mit einem Hektar Land Landwirtschaft, wo wir die Fäkalien von 5000 Einwohnern nutzen, um daraus Landwirtschaft zu machen. Es gibt bei, ja, und das Schöne ist, die Verbrechensrate in den Favelas geht über 90% zurück. Wir müssen nicht die Menschen kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Wir können sie unterstützen, gut zu sein. Und das Tolle halt, was dabei ist, ist, wir gewinnen damit die Nährstoffe zurück. Wenn wir das nicht tun, Phosphor ist zu viel kritischer als Öl, ja, dann sind wir sofort zu viele Menschen, weil wir eben keine Zähne, keine Knochen, keine Energiespeicherung im Körper machen können ohne Phosphor. Wir haben nur noch für 30 Jahre Phosphor und hängen von zwei Ländern ab, die die Mengen kontrollieren. Das heißt, so schuldig fühlen wir uns, dass es kein Demeter, kein Bioland gibt, was erlaubt, dass unsere eigenen Fäkalien zurückgehen. Es ist nur Bio ohne uns. Und damit sind wir zu viele. Und das meine ich mit schlechtem Gewissen, dafür Schuldmanagement. Ich sage, es gibt nur Bio, wenn wir dabei sind, nur dann. Denn sonst, und dann, wenn ich die Existenz der Menschen in Frage stelle, das sehen wir in Israel zum Beispiel, dann sind sie immer feindselig und raffgierig. Darum feiern wir die Menschen, die Kreativität, die Chancen, und dann könnten wir sind wir an sich bescheidener dadurch, weil wir da nicht so viel brauchen, weil wir uns nicht in Gefahr sehen. Aber ich glaube, Sie verwirren jetzt viele. Okay. Sie verwirren so ein bisschen, weil, also sind ja nicht alle in der Produktentwicklung und nicht jeder macht jeden Tag Erfindungen. Und was sollen denn die Menschen tun, die irgendwie sagen, ich möchte mich irgendwie richtig verhalten, ich möchte was tun. Was sollen die machen? Sollen die einfach sagen, ist jetzt auch egal? Professor Braungart hat gesagt, ich kann einfach leben, wie ich mag. Nein, wir brauchen erstmal die Politik, die positive Ziele setzt. Die zum Beispiel sagt, hey, 2020 wollen wir in den Gebäuden die Luft besser haben als draußen. Dann hätten meine jungen Ingenieure und Wissenschaftler eine positive Aufgabe mit dem, was sie so verächtlich Zusatznutzen sagen. Asthma ist die häufigste Kinderkrankheit und Zusatznutzen. Nein, das ist der entscheidende Nutzen, dass der Teppichboden die Luft reinigt. Das ist der Nutzen überhaupt. Weil warum soll ich denn mein Leben damit riskieren? Nur weil die Feinstäube mich umbringen damit. Das heißt,
wir können jetzt sagen, zum Beispiel bis 2020, ich habe ein neues Buch ja geschrieben davon, dass das erste Buch, was wirklich kompostierbar ist, wenn Sie eine Süddeutsche Zeitung nehmen, Ihre Zeitung in den Ofen tun, dann ist die so giftig, weil sie Holz anbrennen, dann ist sie so giftig, dass die Asche nicht in die Landwirtschaft darf. Wenn wir sagen würden, bis 2020 von der Politik, wir wollen Papier haben, dann würde nicht unsere Pizza immer verseucht werden über den Altkarton. Dazu, wir wollen Papier haben, was wirklich kompostiert werden kann oder verbrannt werden kann. Dann hätten meine jungen Papieringenieure eine wunderbare Aufgabe, für all diese Dinge neu zu machen. Und so brauchen wir positive Ziele. Nicht weniger schlecht, nicht 20% minus oder sowas, sondern positive Ziele, damit unsere jungen Leute eine positive Aufgabe haben. Herr de Fossé, haben wir die falschen Ziele? Oder haben Sie die falschen Ziele als Unternehmen? Ja, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass wir Innovationen brauchen. Ich glaube, wo wir uns nicht zusammentun können, ist über die Frage, welche Innovationen wir brauchen, welche Zeitabläufe auch notwendig sind. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass natürlich Innovation nicht nur Zeit kostet, sondern letztendlich auch Geld kostet. Das ist notwendig für die Grundlagenforschung. Das heißt, die öffentliche Hand muss Gelder zur Verfügung stellen. Das gilt aber auch für Unternehmen wie die BASF, die jährlich mittlerweile 1,7 Milliarden beim Umsatz von 71 Milliarden Umsatz, also nicht Gewinn, 1,7 Milliarden jährlich an Geldern in die Entwicklungsforschung investiert. Um mal die Größenordnung zu nennen. Die BASF hat letztes Jahr über 1200 Patente innovativ angemeldet, mit über 200 neuen Produktanwendungen. Und was man sich klar sein muss, eine BASF, die Produkte der BASF kennen Sie letztendlich meistens nicht. Vielleicht, wenn Sie Frostschutzmittel haben, früher die Kassetten, da ist ein Produkt, was sozusagen BASF damals auch entwickelt hat, war damals innovativ, aber mittlerweile ist das auch natürlich Schnee von gestern. Aber wir entwickeln Produkte eben für Zukunftsanwendungen, für beispielsweise Mobilität. Wenn wir über Mobilität sprechen, sprechen wir beispielsweise über Brennstoffzellen, die Membranen beispielsweise produziert wird. Wir sprechen über Batterien. Ja, Batterietechnologie ist ein ganz großes Themenfeld, was die BASF nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA Forschung bereit. Aber wir sehen, dass wir hier noch sozusagen in der Forschungsentwicklung sind. Wir sind noch nicht in der Marktreife, denn für BASF ist es auch wichtig, mit seinen Produkten letztendlich Geld zu verdienen, um diese Innovation letztendlich auch das Geld für Forschung bereitstellen zu können. Wir haben über von den 113.000 Mitarbeiter der BASF, die weltweit tätig sind, sind über 10.000 Personen in der Forschung allein, um Ihnen das mal zu verdeutlichen. Also wenn wir über Produkte sprechen, glaube ich, müssen wir auch immer sehen, dass das, was Sie vorschlagen, auch Produkte sind, die manchmal in Nischenanwendungen durchaus nicht nur ihre Berechtigung, sondern ihre Daseinsberechtigung auch haben. Das gilt natürlich auch für Teppichböden. Ich nehme an, das ist Nylon, auf gut Deutsch gesagt, was sozusagen den Teppichboden hat. Wir wissen natürlich bei Recyclingmöglichkeiten, wenn Sie Kunststoffe haben, die möglichst oder sortenrein, Sie nehmen die Teppichböden wahrscheinlich zurück, aufgearbeitet werden, dann ist ein Recycling möglich. Das ist aber nicht mit allen Kunststoffsorten machbar. Wenn Sie eine BASF haben, die Spezialkunststoffe herstellt, zum Beispiel für die Automobilindustrie, zum Beispiel Tanks oder Motorabdeckung, das sind hochspezielle Kunststoffe, die können Sie nicht so ohne weiteres mit anderen Kunststoffen vermengen. Wir haben Kunststoffe, die sowohl biobasiert sind. Sie haben vorhin im Lab haben einige Chemiker gezeigt, was sie alles können. Das können unsere Chemiker auch. Nur die Frage ist, wir haben auch ganze Produktlinien, die auf biobasiert sind. Aber biobasiert heißt für uns nicht unbedingt nachhaltig, weil wir wollen immer prüfen, ob ein Produkt auch nachhaltig ist in seinem Lebenszyklus. Deswegen haben wir auch durchaus Produkte, ich glaube, die von Ihnen auch zertifiziert worden sind. Ich glaube, bei den Bürostühlen, die in den USA entwickelt worden sind, dort sind auch BASF-Produkte zum Einsatz gekommen. Aber es sind immer nur Bereiche unserer Produktionspalette, wo dieses auch technologisch machbar ist. Vielleicht nur
kurz, wir haben auch zum Beispiel einen Fernseher mit ganz vielen, einen Philips-Fernseher mit ganz vielen BASF-Produkten, und dass da auch kein Missverständnis ist. Die BASF ist sicher eine der 5 besten Chemiefirmen weltweit, und meinen jungen Leuten empfehle ich auch, bei ihnen da mitzumachen, dass da kein Missverständnis ist. Nur, und ich achte das auch sehr, die anderen haben alle ihre Namen geändert. Lanxess, Aventis, Novartis, ja, Clariant, ja, und haben gesagt, wir machen gar keine Chemie, wir machen Life Science, ja. Und sie haben ehrlich gesagt, wir machen Chemie, und dazu stehen wir auch davon. Und also da, dass nicht, dass kein Gegensatz aufgebaut wird. Ich sage doch nur, es ist in anderer Gegend Sache, wenn ich sage, ey, lassen uns den menschlichen Fußabdruck feiern, anstatt ihn zu minimieren. Also das ist der Unterschied. Ich sage, ich gucke mein Kind an und sage nicht. Können wir an dem Punkt ansetzen, mit diesem menschlichen Fußabdruck zu feiern, anstatt ihn zu minimieren. Ja? Weil da steckt doch dahinter, dass man sagt, es geht nicht darum, effizienter zu werden, es geht nicht darum, weniger zu verbrauchen, sondern es geht darum, die Produkte so zu machen, dass sie, ich meine, das ist gar nicht despektierlich mit dem Zusatznutzen, aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich meine. Also der erste Nutzen, den ein Teppich hat, ist immer so, über ihn läuft, wenn er dann auch noch vernünftig ist, die Luft sauber macht, ökologisch zu 100% verwertbar ist und ähnliches, ja, dann ist das, was ich meinte mit Zusatznutzen, war keineswegs despektierlich. Aber die Aussage, wir sollen unseren ökologischen Fußabdruck nicht minimieren, ja, sondern wir sollen ihn feiern. Die teile ich explizit nicht. Auf dieser Welt leben im Jahr 2050 vermutlich 9 Milliarden Menschen. Ja? Die haben alle Bedürfnisse. Die wollen Mobilität, die brauchen Energie, die wollen ernährt werden, die brauchen Arbeit, die wohnen. Ja? Und es geht darum, dass das Ganze so effizient wie möglich ist. Wie sieht ein Mobilitätskonzept aus? Das eine ist das gute Auto, was wahrscheinlich noch unheimlich viel kann. Ich will aber ein Auto, was im Verbrauch so sparsam wie irgend möglich ist, und parallel dazu ein Mobilitätskonzept, das nicht jeder ein Auto hat. Wie sieht eine Stadt der Zukunft aus? Ja, es ist schön, wenn die Gebäude mit einer Farbe gestrichen werden können, die tatsächlich zur Luftreinigung beiträgt. Das ist gut. Aber mir geht es auch um die Frage, wie sind diese Gebäude insgesamt? Wie ist denen ihr Verbrauch? Kriege ich einen Standard hin, dass sie vielleicht gar nichts mehr verbrauchen? Und jetzt ist mir der Gegensatz, wird mir nicht so ganz klar, weil alles, was Sie sagen, sind, dass Sie Produkte entwickeln, die positiv sind, die noch zusätzlich was bringen oder vielleicht zu Ihrer Kernkompetenz kommen oder wie auch immer Sie es formulieren. Aber dann kommt so, by the way, und unser ökologischer Fußabdruck, den feiern wir. Und das würde mich mal interessieren, warum sollen wir den feiern, wo wir doch zumindest, da bin ich es bis heute Abend immer so gelernt, und so war meine ganze politische Laufbahn und alles, was wir diskutiert haben, ist, dass es ein Problem ist, wenn die Menschen zu viel verbrauchen. Und dass es ein Problem ist, wenn unsere Hemisphäre nicht mehr in der Lage ist, die Dinge aufzunehmen. Dass es ein Problem ist, wenn wir zu viel Müll haben. Und dass es ein Problem ist, wenn wir die Ressourcen, die ja inzwischen teilweise politisch limitiert sind, wenn wir gar nicht mehr an die rankommen, Diskussion seltene Erden, oder erleben müssen, wie in Kongo Dinge abgebaut werden. Und dass es ein Problem ist, wenn wir 1500 Meter unter dem Meeresspiegel noch nach Öl bohren, weil wir anders gar nicht mehr hinkommen. Und dann überlegt man sich Fracking. Ja, es ist ein Problem. Also so richtig klar komme ich damit jetzt noch nicht, warum dann auf einmal gesagt wird, und der ökologische Fußabdruck, der ist aber, den feiern wir mal. Warum feiern wir? Ja, darum halte ich mich auch im Allgemeinen aus Deutschland heraus. Ich nutze die Deutschland eher als abschreckendes Beispiel, was in Holland auch gut ankommt natürlich. Ja. Der Unterschied zwischen Deutschland und Holland ist, dass man in Holland die Natur nicht romantisieren kann. Ja. Bei uns rollen die Leute immer die Augen und sagen, what did we do to Mother Earth, wie Vandana Shiva oder Prinz Charles. Ja. Aber es gibt keine Mutter Natur. Und da bin ich ganz nah bei der BASF. Wenn ich nämlich angucke, die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Auch die giftigsten Stoffe sind Naturstoffe. Ja. Wenn wir die Natur romantisieren, zerstören wir sie umso mehr gründlich, weil wir dann ein schlechtes Gewissen haben. Wir machen uns immer klein und hässlich dabei. Und darum sagen wir, unseren Fußabdruck zu minimieren. Gut, Sie können natürlich wie bei Aschenputtel sich die Zehen abschneiden oder sowas. Oder mit High Heels laufen, um den Fußabdruck zu minimieren. Aber ist das wirklich das, was Sie wollen? Aber ich glaube, das hat hier auf dem Podium noch keiner die Natur romantisiert, doch, oder? Soll ich das Entschuldigung, es einfach geht mal darum, den Fußabdruck fragen? Zu minimieren. Ich sage, lass uns einen großen Fußabdruck haben, der ein Feuchtgebiet ist. Wir sind skandinavisch geprägt. Dort in Schweden ist jeder Fußabdruck zerstörerisch, weil die Umwelt sozusagen, die Tundra damit zerstört wird. Wenn Sie aber hier in der Wiese laufen, dann bedeutet das, dass das Wasser länger in der Wiese stehen bleibt. Das heißt, ein großer Fußabdruck hindert eine Überschwemmung. Verstehen Sie? Weil der Fußabdruck das Wasser dann langsamer ablaufen lässt. Wenn Sie zum Beispiel die Ameisen sich angucken, nur die Ameisen wiegen 4-mal mehr in der Biomasse. Sie haben 4-mal mehr Biomasse. Und weil sie eben nicht Aufzug fahren, sondern immer nur Treppe steigen, und weil sie nur 3 bis 6 Monate leben, entsprechen sie in Kalorienverbrauch 30 Milliarden Menschen.
Ja? Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind zu blöde. Und das deshalb, weil wir unsere Naturwissenschaften so systematisch schlecht machen und unsere Ingenieurwissenschaften auch, anstatt dass wir die besten Leute dafür rekrutieren und sagen, die wollen wir wirklich haben davon und lassen uns den Fußabdruck feiern. Wenn wir das tun, dass den Fußabdruck minimieren, sagen wir in der Logik, es wäre besser, du wärst gar nicht da. Und wenn wir den kategorischen Imperativ dann ernst nehmen, dann würde es heißen, bringt euch lieber um, weil jeder, der hier sitzt, entspricht 30 lebenswerten afrikanischen Leben sozusagen. Dann warum soll ich denn für mich dann mein Lebensrecht reklamieren, wenn ich es für andere sozusagen dann nicht gelten lasse? Und ich sage, Menschen haben vor allem so viele Kinder, weil sie Angst haben. Und das sehen sie in Israel, wenn man denen die Existenz abspricht. Und das sehen sie in dem grünen Wahlprogramm zum Beispiel oder in dem Minimieren des ökologischen Fußabdrucks. Ja, sagen sie, es wäre besser, du wärst nie geboren. Und wenn ich das sage, dann werde ich raffgierig und kleinlich, weil ich dann merke, jemand anders mag mein Essen wegnehmen sonst. Darum ist das Erste, Menschen zu feiern und zu sagen, schön, dass ihr da seid. Und die Natur ist verschwenderisch. Sie spart nicht, sie vermeidet nicht, sie reduziert nicht. Darum eben nicht, ich meine, sie haben natürlich sich nie angeguckt, was ich treibe und meine Kollegen. Das ist einfach so. Und es ist auch nicht schlimm dazu, dass ich, das Buch Gradle to Gradle ist in Deutschland 10.000 Mal gedruckt worden, in China 15 Millionen Mal. Das ist nach Karl Marx das zweithäufigste Druckerzeugnis. Macht China es denn besser als Deutschland? Bitte? Macht China es besser als Deutschland, was die Umwelt? Eben nicht dazu, weil sie erstmal eine freie Gesellschaft brauchen und weil sie auch erstmal, wie wir, 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion führen müssen. Gleiches Blame und Shame. Daraus ist ja die Qualifikation entstanden, die wir jetzt positiv nutzen. Für uns ist nur nicht wie bei Ihnen das Glas halb leer, sondern halb voll. Und darum bin ich natürlich dafür, die besten Leute in die Naturwissenschaften zu kriegen. Aber was wir lernen müssen dazu, ich untersuche jetzt seit 28 Jahren Muttermilchproben. Es gibt keine einzige Probe, die als Trinkmilch verkauft werden dürfte. Und da finde ich jede Menge BASF-Chemikalien drin. Ja? Und also die Konzentrationen sind teilweise das zig-hundertfache überschritten. Trotzdem, dass kein Irrtum entsteht, erlauben Sie mir, das Stillen ist trotzdem besser. Nicht nur, weil die Mutter sich entgiften kann, ja, eine Mutter verliert ein Drittel Schadstoffe. Drum ist es immer wichtig, mindestens 3 Kinder zu haben. Aber nicht nur das, dazu, die Leber funktioniert glücklicherweise nicht bei den Babys. Also die ersten, gegenüber Nestlé-Milchpulver ist das Stillen immer auch gesünder für das Baby, weil die meisten der Schadstoffe einfach nur durchrauschen und nicht metabolisiert werden. Darum ist trotzdem, diese Stoffe macht die Natur nicht. Die Natur ist nicht blöde. Sie macht keine Chemikalien, die sich in Lebewesen anreichern. Sie macht keine Flammschutzmittel, wie die BASF in ihren in Dämmstoffen zum Beispiel einsetzt dabei. Ja? Die Flammschutzmittel, wenn Sie Ihre Styropor da draufhauen von BASF, dann haben Sie nachher immer die Flammschutzmittel in der Muttermilch dazu. Das macht die Industrie, das macht die Natur nicht. Das heißt, die Natur ist nicht unsere Mutter, sondern unsere Lehrerin, unsere Partnerin. Das heißt, wir können von Natur lernen, aber wir brauchen uns nicht entschuldigen, dass wir da sind. Vielleicht sollten wir noch mal auf das Thema Ziele zurückkommen. Sie sagten vorhin, wir setzen die falschen Ziele. Wir sollten vielleicht mal sagen, wir machen die Raumluft sauber. Oder, also Sie gehen ja sehr viel auf dieses Thema Chemikalien ein, dass man da bestimmte Grenzwerte schafft. Für die Ziele ist ja die Politik zuständig. Was meinen Sie? Setzt die Politik im Moment die richtigen Ziele, die falschen Ziele? Wer ist überhaupt dafür zuständig? Wer entscheidet, was richtig und falsche Ziele sind? Naja, also nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt auf internationaler Ebene den Versuch, die CO2-Emissionen zu minimieren, den Klimawandel in den Griff zu bekommen und die Erderwärmung in den Griff zu bekommen. Und ehrlich gesagt finde ich das ein hochgradig positives Ziel, weil ich glaube, dass ziemlich viel unserer Lebenswirklichkeit und der Zukunft damit zu tun haben wird, wie sich der Klimawandel gestaltet. Und wir leben ja in Deutschland im Prinzip in einer Sonneninsel. Ja, wir haben jetzt diese Hochwasser in Ostdeutschland. Das ist auch wirklich dramatisch für die Menschen, die da sind. Aber wir sind ja noch lange nicht so von den Naturkatastrophen betroffen, wie es andere sind. Und das kann ich jetzt Weltuntergangsszenario nennen oder sonst was. Ich gehe damit nicht mit Tränen in den Augen ins Bett. Aber es ist eine Aufgabe, die wir haben, hier wirklich aber sowas von fundamental gegenzusteuern. Und jetzt gibt es 2 Ziele. Oder es gibt sehr klar das Ziel, 2050 müssen wir die CO2-Emissionen um 90% senken in den Industrienationen. Um 90%. Deswegen ist das, was Sie am Anfang gesagt haben, mit denen Sie senken, haben gleich 38% gesenkt. Ja, der Anfang ist immer relativ leicht. Am Ende wird es immer schwierig. Also die letzten Meter sind bekanntermaßen die wirklich am allerschwierigsten sind. Und ja, wissen Sie, wie ich meine? Also zu den 90%, ja, um da quasi zu diesem Ziel zu kommen. Ja, der Schluss ist das, was, weil wir am Anfang noch relativ viele
Potenziale hat, die man nehmen kann und am Schluss es nicht mehr so viel gibt. Und jetzt müssen wir das aber trotzdem erreichen. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern, die sagt, das mit dem Klimawandel ist gar nicht so. Es hat mit den CO2-Emissionen nichts zu tun. Die ist sehr klein. Und da würde ich auch den Weg nicht weiter begehen, sondern ich würde bei denen bleiben, die sagen, der Klimawandel und die CO2-Emissionen haben unheimlich viel miteinander zu tun. Und deswegen ist es die Aufgabe der Nationen, der Industrie und vor allem auch der Industrienationen, die CO2-Emissionen zu senken. Und zwar auf allen erdenklich möglichen Pfaden. Auf allen. Und dann sind es zum einen die Produkte und die Produktionsweisen und es ist zum anderen aber natürlich auch ein sehr klares Ordnungsrecht, was vorgibt, zum Beispiel, wie ist der Flottenverbrauch bei PKWs. Ja, es ist die Diskussion, die müssen wir dringend führen, die ist politisch viel schwieriger durchzusetzen, kann man nicht machen. Naja, also lächerlich, jetzt machen wir mal echt langsam einen Punkt, ja? Nee, also sorry, so funktioniert es nicht. Wenn sich in internationalen Konferenzen ganz klare Ziele festgelegt werden über die Frage von CO2-Emissionen. Ja. Ja. Und es unterschiedlichste Wege gibt. Es gibt die Industrie, es gibt die Mobilität, es gibt die Landwirtschaft. Es gibt ganz viele Bereiche, wo CO2 minimiert werden kann. Nein. Und dann treffen wir die Einigung, dass es minimiert werden muss. Nein. Ich bleibe sehr klar bei dem Punkt, natürlich müssen wir effizienter werden, sparsamer. Und wir müssen unseren Verbrauch deutlich minimieren. Sie haben eine andere Position, können Sie gerne haben, aber der Punkt sollte doch sein, dass wir hier mit der Akzeptanz rumgehen. Es geht nicht um eine lächerliche Diskussion, sondern es geht sehr klar um die Frage, wie hier die Lebenswirklichkeit in Zukunft gestaltet ist. Herr de Fossé, bei der Umweltstrategie der BASF steht da auch CO2 ganz oben. Also ist das das, wonach Sie sich richten, auch weil es ein politisches Ziel ist? Ja, ich hatte es ja... Eingangs hatten Sie mich auch mit den Worten zitiert, einen Reality-Check zu machen. Wir müssen natürlich sehen, was ich ansprach. Die CO2-Minderungen sind natürlich nicht absolut, sondern proportional natürlich zur Produktion. Und wir müssen natürlich sehen, dass ein Chemiestandort wie der in Ludwigshafen hat nach wie vor, trotz eines Konzeptes der BASF Verbund heißt das, dass wir sozusagen bei chemischen Reaktionen brauchen sie manchmal Energie, manchmal entsteht, wenn Sie sich an den Schulunterricht erinnern oder Sie wissen das noch besser als Chemiker, entsteht natürlich sehr viel Energie, die wird dann in einer anderen Anlage zusätzlich genutzt, der Dampf oder die Abwärme. Es sind über 150 Anlagen, die sozusagen miteinander im Verbund stehen und sehr effizient arbeiten. Aber dennoch kommen wir heute nicht umhin, dass wir sehr viel Energie brauchen. Und ein Standort wie Ludwigshafen braucht allein den Energiebedarf, den wir selbst erzeugen in Geothermie-Kraftwerken, von Dänemark. Um das mal zu illustrieren. Ein Standort in Ludwigshafen. Wir haben 3 GUD-Anlagen, die effizient Strom erzeugen, Dampf erzeugen, den wir oft zur Produktion nutzen. Aber wir können nicht sozusagen, was die Politik, und deswegen ist der Energiepreis für uns auch sehr relevant natürlich, als Chemie insgesamt, sagen, dass wir das negieren können. Wenn wir aber über CO2 sprechen, sagen wir, müssen wir einen Schritt weiter gehen, auch im Blick, was Ressourcennutzung anbelangt. Ich glaube, Herr Braun hat Sie selber sagen, CO2 kann auch als Baustein genutzt werden für die Chemie, als Rohstoff. Ja, aber wir stecken natürlich, muss man fairerweise sagen, sehr in den Anfängen. Wir haben im Moment auch die BASF, aber nicht nur die BASF, sondern auch viele Forschungsinstitute in Deutschland, von Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaften, Projekte laufen, die auch vom Bundesforschungsministerium gefördert werden, wo man versucht, CO2 als Baustoff zu nutzen. Wir haben nur das kleine Problem, dass wir die Gesetze der Chemie, der Naturwissenschaften, der Thermodynamik, ist leider Kohlenstoff, die Kohlenstoff sozusagen festeste Verbindung thermodynamisch. Das heißt, man braucht wiederum Energie. Die kann man natürlich auch aus erneuerbaren Energien erzeugen, um CO2 zu nutzen. Also wir haben Projekte laufen, wo wir Baugrundstoffe für die Chemie wie Ameisensäure oder Blausäure eben CO2 nutzen wollen. Oder wenn wir an Kunststoffe denken wie Natriumacrylamid, das denkt man schon über 30 Jahren nach, wie man das hinbekommt. Aber wir sind noch nicht so weit. Und was man jetzt macht, um eben auch weniger Energie aufzuwenden, ist, dass man überlegt, die richtigen Katalysatoren zu finden. Das wurde unten auch angesprochen, wenn es um biobasierte Stoffe geht. Also die Chemie kann vieles, aber sie braucht Zeit, sie braucht Geld, um solche Entwicklungen voranzutreiben.
Und das ist nicht von heute auf morgen machbar. Und wo wir manchmal ein bisschen das Problem haben, auch als Chemieindustrie insgesamt, dass wir sagen, wir sind sozusagen, haben die Probleme erkannt, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht auch überreguliert werden, nicht nur von der deutschen, sondern europäischen Politik, damit wir unseren Aufgaben auch nicht mehr nachkommen können. So, ich habe versprochen, Sie wollen noch gerne... Einen Punkt nur zu dem CO2. Also ich möchte darauf hinweisen, Franz Alt hat vor 34 Jahren darauf hingewiesen, dass unsere Landwirtschaft 5000 Mal schneller den Boden abbaut, als er aufgebaut wird. Ja, von, wenn Sie Mais anbauen, verlieren Sie zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Zwei Drittel des Kohlenstoffs ist in der Vegetation und im Boden. Und nicht im Öl, nicht in der Kohle, sondern im Boden. Und wenn wir den Boden nicht erhalten, dann können Sie sich alles andere schenken. Und das ist vorher mal schon angesprochen worden. Das heißt, wir beziehen 3 Millionen Tonnen Palmöl aus Indonesien, wo ein Hektar Regenwald 7000 Tonnen Kohlenstoff hat. Ein Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen Kohlenstoff. Und dann sagt ein Herr Barolo sozusagen zu mir dann, ach ja, wir werden in Zukunft aber dann zertifiziertes Palmöl nehmen. Das heißt, wir lassen die Chinesen abholzen. Das meine ich, wenn man das Falsche optimiert. Und ihr könnt in Holland zeigen, wir brauchen eine Fläche von 20 bei 20 Kilometern, die wir auch in Holland haben. Und wir brauchen hochfliegenden Drachen und Windenergie dazu. Und dann können wir lange die Energie erzeugen, wenn wir wollen. Wir haben auf dieser Erde so einen massiven Energieüberschuss. Darum haben wir kein Energieproblem, sondern ein Materialmanagementproblem. Ist doch jedem klar, CO2 ist ein Material. Methan ist ein Material. Stickoxide ist ein Material. Es ist eine Chemikalie. Und das in die Atmosphäre zu geben, stimme ich ja völlig zu, ist völliger Schwachsinn. Aber sich dann an irgendwelchen Autoflottenverbräuchen abzuarbeiten, das nennen die Amerikaner Rearranging the Deck Chairs und the Titanic, ja. Das ist so wie die Cola-Dose, die Jürgen Trittin 4 Jahre vor sich hergetragen hat, als Popanz, und so getan hat, wie wenn das irgendwas mit Umwelt zu tun hätte und das Dosenpfand. Verstehen Sie? Das ist Ökologismus. Man hält die Leute beschäftigt. Wir haben inzwischen 20% unserer landwirtschaftlichen Fläche mit so bodenzerstörerischen Landwirtschaft für Biogasanlagen. Und das nenne ich Ökologismus. Man hält die Leute beschäftigt mit Glühbirnenverboten und tut so, wie wenn man irgendetwas täte. So wie der Sozialismus nie sozial war, entsteht ein Ökologismus, der der Ökologie überhaupt nicht dient, sondern uns nur künstlich beschäftigt hält. Darum geht es mir um Innovation, um Qualität. Ein Produkt, nicht weniger Abfall, sondern ein Produkt, was Abfall ist oder wird, hat ein Qualitätsproblem. Ein Produkt, Was kinderkrank macht, ist nicht schön. Es geht um Schönheit, um Qualität und um Innovation und nicht mehr um Nachhaltigkeit. Das ist vergangenes Schuldmanagement. Wir haben 300 Jahre Nachhaltigkeit jetzt gefeiert. Das war eine wunderbare Kulturleistung. Aber das ist vorbei. Es ist, meine Mutter waren 12 Kinder gewesen. Sie war die Älteste. Die hat im Fluss die Wäsche gewaschen davon, ja, für die kleinen Geschwister, bis sie 18 war davon. Als mir ihre Eltern eine Miele-Waschmaschine gekauft haben, schließlich war es nicht nachhaltig. Sie hat ihren Job verloren. Keine Innovation kann nachhaltig sein, sonst wäre sie ja keine Innovation. Das heißt, wir reden über Innovation, um Qualität, und wir reden darüber, diese ganze Weltuntergangsdiskussion jetzt umzukehren in eine positive Diskussion über Chancen. Und das ist Materialmanagement, nicht CO2-Reduzierung. Es sind nur 2,4% der Erdkruste Kohlenstoff. Wie können wir so blöde sein, die in die Weltmeere geben oder in die Luft? Das ist schlechte Chemie. Das ist schlechtes Materialmanagement. Und darum geht es mir. Okay. Was ist richtig, was ist falsch? Sehr unterschiedliche Meinungen hier. Sie können an alle drei Ihre Fragen stellen. Da Mikrofone stehen bereit. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer sich als erstes gemeldet hat. Sorry. Jetzt meldet sich aber erstmal hier der Herr hier vorne. Ich bitte dann nochmal melden. Der Plan der Grünen ist bis 230 100% erneuerbare Energie. Bei 100% erneuerbarer Energie ist es für die Umweltbelastung völlig wurscht, ob man viel oder wenig Energie verbraucht. Ist das richtig oder falsch? Das ist ja genau der Punkt. Die Natur ist deshalb verschwenderisch, weil sie eben verschwenderisch Energie einsetzt davon. Darum gibt es eben 600 Milliarden Bäume im Amazonasgebiet, die den Carbon Footprint nicht minimieren, sondern die einen positiven Carbon Footprint haben. Und wenn wir selber aber schon aufgeben und denken, wir könnten das nicht, und das ist nur Wissen, wir machen Städte wie Wälder, wir machen Gebäude wie Bäume, Gebäude, die Luft reinigen, die energiepositiv sind.
wenn Sie einmal nur ein asthmakrankes Kind, nur eins erlebt haben davon und sehen, dass 2/3 unserer Gebäude in Deutschland inzwischen Schimmel haben dabei und sich die Leute die Lunge aus dem Leib husten, weil sie den Dreck nicht rauskriegen, weil sie ihr Gebäude wegen Energieeffizienz gasdicht gemacht haben, dann wissen Sie, dass das einfach wirklich Blödsinn ist. Und das muss ich schon sagen, weil Asthma ist die häufigste Kinderkrankheit inzwischen. Und das muss nicht sein. Das kriegen wir durch Schimmel, ein Naturstoff übrigens. Energie. Frau André, ich habe genau verstanden, was Blödsinn ist, aber ich will was zu dieser Sache sagen, 100% erneuerbare Energien. Ich glaube, und da, deswegen komme ich da, habe ich da eingehakt, das Programm der Grünen ist tatsächlich 100% erneuerbare Energien, aber nicht auf dem Verbrauch, den wir heute haben. Und deswegen geht es immer über 3 Säulen. Es geht über die Einsparung, die Effizienz und die erneuerbaren Energien. Weil das, was wir heute an Verbrauch haben, so viel erneuerbare Energien, ja, können wir nicht organisieren. Mich erinnert die Debatte total an eine Diskussion, die ich mal in der Wachstumsenquete hatte, mit einem Vertreter, das war ein Professor aus Osnabrück, glaube ich, der sagte, spart euch die Windräder. Ja? Weil ein Windrad zu bauen kostet so viel Energie, das könnt ihr gar nicht hinkriegen. Ja, die Diskussion, da erinnert mich das dran. Weil ich glaube, dass wir die Dinge in einer absoluten Komplexität haben. Und das ist die Diskussion mit den 100% erneuerbare Energien. Es geht nur, wenn unser Energieverbrauch insgesamt minimiert wird. Dann funktionieren die 100%, dann kann ich dieses Ziel erreichen. Wenn ich auf dem Energieverbrauch von heute bleibe, das, was die Maschinen brauchen, das, was der Bedarf ist an Strom, an Wärme, was die Mobilität braucht und. Wenn ich bei dem Level bleibe, dann wird es schwierig. Und deswegen brauche ich Einsparungen und Effizienz. Herr Wolf, Sie wollten reden. Ja, Simon Wolf, hallo. Herr Braungart, ich bin immer ganz begeistert, wenn ich Sie von Cradle to Cradle oder auch Öko-Leasing reden höre. Was mir immer nicht ganz klar wird, ist die Durchsetzung und der Verbreitungsgrad dieser Dinge, weil Sie machen das ja schon eine ganze Weile. Und wenn, wie ich vermute, die noch relativ gering ist, dann frage ich mich, warum die so gering ist, weil es ja doch ein relativ brillantes Konzept zu sein scheint. Können Sie dazu was sagen, bitte? Ja, vielleicht ganz praktisch. Es gibt inzwischen 1100 Produkte, bis hin den ersten Fernseher, der für Innenräume ist und Staubsauger und Waschmaschinen etc. Sie können die Sachen alle kaufen, gehen Sie in Gradle to Gradle und dann finden Sie es. Und im Internet davon, es gibt ein eigenes Institut, unabhängig, non-for-profit, weil ich möchte, dass jeder Zugang dazu hat, ja, und jeder mitmachen kann dabei. Trotzdem müssen Sie sehen, das ehrlich dazu ist, das Cradle-to-Cradle-Konzept ist entstanden durch die Schweizer Chemieindustrie. Dass es nur klar ist, nach der Sandow-Katastrophe haben die mir und meinen Kollegen viel Geld gegeben, weil sie sagten, wir können so nicht weitermachen. Darauf haben wir ganz viele Naturvölker angeschaut und geschaut, wie man mit Natur wirklich auskommen kann. Und auch mit dem Dalai Lama Tage gesprochen, mit Gorbatschow, mit ganz vielen. Und daraus ist es entstanden. Es kombiniert diese ganzen vielen Dinge, vor allem halt südliche Lebensfreude auch mit dabei. Und nur, wenn Sie sehen, wir sind erstaunlich schnell dafür, weil wenn Sie sehen, eine Stadt wie Hamburg möchte kohlenstoffneutral sein, ja, wie krank. Ja. Und wenn Sie sehen, dass trotzdem, obwohl wir diametral was anderes sagen, dass sie so schnell umsetzt, die öffentliche Beschaffung in Holland nach Cradle to Cradle inzwischen umgestellt ist, in Taiwan genauso. Und wenn Sie begreifen, dass zwischen der Erklärung der Menschenrechte und dem Frauenwahlrecht 150 Jahre vergangen sind, ja, 150 Jahre haben die Leute gesagt, na, Frauen sind vielleicht doch keine Menschen. Ja? Oder zwischen dem Begreifen, dass die Erde keine Scheibe ist, ja, sind 250 Jahre vergangen, bis die Gesellschaft das akzeptiert hat. Ich glaube, die katholische Kirche erst vor 20 Jahren oder sowas. Ja? Wenn Sie das verstehen, dann sind Sie beeindruckt, wie schnell diese Änderung geht. Wenn einmal einer nur verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur weniger schlecht, dann wollen die Leute nicht mehr weniger schlecht sein. Wenn Sie einmal verstanden haben, dass die Natur eben von Verschwendung lebt, nicht von Vermeiden, Verzichten, Sparen, dann wollen die Leute intelligent verschwenden. Und wenn Sie einmal sehen, dann, dass Innovationen entstehen wie solche Dinge, wo wir keinen grünen Punkt brauchen, sondern wo aus dem Post-Consumer-Material daraus gesehen Stoffe entstehen, die sauberer sind als Neumaterial, ja, super virgin sozusagen, dann sehen Sie, wir könnten es packen, ja. Gehen Sie einfach mal ins Internet, Sie kommen aus dem Stau nicht raus. Und wir haben gerade 200 Leute beschäftigt und gleichzeitig lehre ich an der Universität davon. Und wir sehen überall aber Cradle People, Cradle Net, überall machen sie alle mit. Und es gibt in Deutschland jetzt auch einen Verein dazu, wie es sich in Deutschland gehört, für Cradle People. An jeder Hochschule bildet sich jetzt eine Cradle-to-Cradle-Gruppe dabei. Und wie gesagt, ich werbe einfach die jungen Leute dafür, dass sie studieren und dass sie dann genau in die BASF gehen. Weil, wir stimmen Ihnen zu,
wir tatsächlich noch zu langsam sind. Und dafür brauchen wir die besten Leute, nicht diejenigen, die gerade es irgendwie geschafft haben. Wie gesagt, es gab über die letzten 25 Jahre kein Numerus Clausus in Chemie. Die haben jeden genommen, den man irgendwie kriegen konnte. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Fragen sammeln und dass wir dann einfach hier eine Runde noch machen, weil sich jetzt doch mehrere gemeldet haben. Herr Füchs, Sie hatten sich gemeldet. Dann Sie. Also ich bin ziemlich fasziniert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind noch nicht wirklich an dem Punkt, an dem die Differenzen richtig klar sind. Und würde da gerne noch mal kurz sagen, nachfragen. Ich liebe ja bei Michael Braungart dieses Credo der Kreativität und die Botschaft, es kommt nicht darauf an, sich klein zu machen und also was er mit Politik des schlechten Gewissens und Schuldmanagement bezeichnet. Der Mensch ist im Prinzip ein Schädling und auf dieser Erde und muss nur versuchen, weniger Schaden anzurichten und zu sagen, nein, umgekehrt, wir müssen versuchen, nützlich zu sein für uns und für unsere Mitwelt. Und die Antwort liegt eben nicht im Minimieren, auch nicht einfach im sagen Effizienz des das Bestehende effizienter zu machen, sondern in qualitativer Innovation. Jetzt aber, wo wir, glaube ich, also viele hier im Saal, ich jedenfalls auch, ins Stolpern kommen, ist eine Polemik gegen den Begriff des ökologischen Fußabdrucks. Das ist ja ein Kernstein, muss man sagen, der seinen ganzen ökologischen Argumentation, dass wir also mit dem heutigen Ressourcenverbrauch und den heutigen Emissionen, dem Verbrauch an Land und so weiter, den Planeten restlos überstrapazieren. Ja, dass wir die Tragekapazität zentraler ökologischen Systeme so überfordern, dass wir im Grunde 4 oder 5, wie Ernst Ulrich heute Nachmittag nochmal vorgetragen hat, 4 oder 5 Planeten brauchen würden. Und dass wir deshalb sagen, diese Belastungsfaktor reduzieren müssen, und zwar durch eine Kombination von Ressourceneffizienz und Sprunginnovation und Kreislauf, Ökonomie. Und ich frage mich, ob man das notwendigerweise gegeneinander stellen muss, wie du tust. Ja, also sagen, wir müssen das Negative möglichst schnell reduzieren und gleichzeitig das Bessere, das Alternative möglichst schnell aufbauen. Und natürlich ist das auch ein anderes Denken. Das ist schon richtig. Aber also eine Polemik, die sich dann am Ende dagegen zielt, dass wir die CO2-Emissionen möglichst rasch reduzieren können, die wird irgendwann dann abenteuerlich und kontraproduktiv. Schön. Ich glaube, da muss ich direkt schon was dazu sagen. Dass kein Zweifel ist, selbstverständlich ist es richtig, fossile Materialien nicht in die Atmosphäre zu geben. Das ist auch gar kein Zweifel. Aber der eigentliche Teil ist es eben, nützlich zu sein, weil ich halt immer sehe, dass die Optimierung des Bestehenden, wenn ich mein Haus versiegelt habe und die Leute krank sind, dann haben sie nicht mehr die Vitalität. Darum muss ich erst fragen, was ist das Richtige? Erst das Erste. Also ich frage erst mal, was ist gesunde Luft? Ich frage nicht, wie kann ich aus einer armen Kuh nochmal 50 Liter mehr rausquetschen und ihre Methanbildung unterbinden davon, damit sie weniger Treibhausgase hat. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh 5000 Liter Milch gegeben. Heute gibt eine Kuh 13.000 Liter Milch im Durchschnitt. Soll ich aus der armen Kuh nochmal 50 Liter rausquetschen? Das ist Effizienzsteigerung. Ich frage erstmal, was ist gesunde Ernährung? Und dann sage ich, wir können an der anderen Stelle in der Nahrungskette einsteigen. Algen, Bakterien, Pilze sind viel gesünder. Die Inder haben doch recht, dass sie nicht Rindfleisch fressen, weil einfach Rindfleisch das ungesündeste Protein ist. Das heißt, ich frage vorerst, was ist das Richtige und nicht, oh, muss ich Energie einsparen und dann investiere ich nicht in den Kuhstall, den ich dann sozusagen die Methanabsaugung mache, anstatt dass ich erst sage, was ist gesunde Ernährung. Das heißt, mit der Optimierung des Bestehenden nehme ich mir die Chancen weg, die Dinge zu ändern. Wir haben 20 Jahre gebraucht, diesen neuen Katalysator auf den Markt zu kriegen, weil das bestehende System so hoch optimiert ist und zulässig ist, Lebensmittel genehmigt ist. Das heißt, durch die Optimierung des Bestehenden verhindere ich die Innovation. Das ist der eigentliche Punkt. Und da spricht nichts dagegen. Also ich sage überhaupt nicht, dass man jetzt Öl und Kohle raushauen soll dazu. Aber die erste Priorität ist gesunde Ernährung.
Und die kann ich anders feststellen. Und da habe ich auch viel weniger Energieverbrauch. Das ist doch kein Ziel, Energieverbrauch. Das erklärt uns zum Schädling. Sondern ich habe ein positives Ziel, gesunde Ernährung. Und die bedeutet völlig andere Energiebilanzen. Und wenn die Leute dann sagen, oh, wir haben nur einen Planeten, dann rollen sie wieder die Augen. Ich meine, als wir Jäger und Sammler waren, war die Kapazität des Planeten unter 20 Millionen Menschen. Wenn wir auf eine gartenbasierte Gewächshauskultur kommen, davon, dann ist die 10 bis 15 Mal produktiver und natürlich effizienter als eine Monsanto-Gentechnik-Landwirtschaft. Aber ich frage doch erstmal, was ist das Richtige? Aber da müssen wir viel früher noch anfangen. Wir können nicht länger als 10 Jahre Menschen bezahlen fürs Nichtstun. Ja, wir sagen, es ist eine alternde Gesellschaft. Wir haben ein Viertel des Bundeshaushaltes für die Rente davon. Ja, schau mir Ernst-Ulrich Weizsäcker an dazu. Ja, der hat ein biologisches Alter von einem 40-, 45-Jährigen von vor 100 Jahren dabei. Die Gesellschaft war noch nie so jung. Also wir brauchen ein Drittel Erwerbsarbeit traditionell, ein Drittel Sozialarbeit, weil unsere Kinder und unsere Kranken brauchen viel mehr Zeit. Und ein Drittel brauchen wir in der Tat, und da sind wir doch ganz nah beim Telles-Institut auch, davon Gartenarbeit. In der Tat eine gartenbasierte Landwirtschaft, personalintensiv, die in den Städten teilweise stattfindet, die aber auch das Land zurückholt für uns. Und damit sind wir nützlich und nicht weniger schädlich. Wir können das mit Kontemplation verbinden, wir können das mit Lernen verbinden, mit sozialen Dingen. Und das sind völlig andere Konzepte, als die Leute mit 65 in Rente zu schicken und zum Abfall zu erklären. Denn wenn wir das gleiche Rentenalter hätten wie 1878 zu Bismarck, Sozialversicherung, dann wäre unser Rentenalter bei 89 Jahren, er hat den gleichen Prozentsatz in Rente. Das heißt, es ist doch dumm, über Rente mit 67, wie im Wahlprogramm so steht, nein, sie müsste jetzt auf 65 wieder runtergesetzt werden. Liest allen diesen Schwachsinn. Und doch, steht drin, steht ausdrücklich, steht drin, dass das Rentenalter sozusagen ausdrücklich wieder anders angeguckt werden muss. Ich muss jetzt einfach mal dazwischen haken, weil die Frau André muss pünktlich weg. Hat jemand noch konkret eine Frage an Frau André? Ja? Sie? Oder genau. Ja, mein Name ist Helmut Deke. Ich verstehe die Diskussion irgendwie halt insofern, als dass hier verschiedene Stränge nebeneinander herlaufen. Und ich glaube irgendwie halt, nicht, Herr Braungart sagt irgendwie viele tolle Dinge. Nicht? Und die erinnern mich ein bisschen an den Spruch irgendwie von Bertolt Brecht, dauerten wir ewig, so wandelte sich alles. Da wir jedoch endlich sind, so bleibt vieles beim Alten. Und meine entscheidende Frage ist doch die, wir stehen doch jetzt vor einer Situation, die eigentlich ein Zeitproblem hat. Nicht? Wir wissen ja sozusagen, was in den letzten 100 Jahren und was in den nächsten Jahrzehnten noch an CO2 in die Atmosphäre geblasen wird und dass die irgendwie halt auch negative und schädliche Folgen hat. Meine Frage an Frau André und an Herrn Braungart ist dann sozusagen, was geht eigentlich schneller und erfordert es nicht sozusagen dieses zeitliche Problem eben halt trotzdem eine Doppelstrategie zu fahren, auch einer CO2-Reduktion und gleichzeitig irgendwie halt eines Umbaus. Ich widerspreche Herrn Braungart insgesamt gar nicht. Frau Andrea. Naja, es geht ja in die Richtung, wie auch Ralf Füchs argumentiert hat und wie ich es am Anfang versucht habe zu sagen, dass wir die Dinge nicht gegeneinander ausspielen dürfen. Also diese zeitliche Dynamik die ist ja gegeben, ja. Also wir haben nochmal das Beispiel der Klimaerwärmung, die einfach exponentiell ansteigt. Ja, das war letztes Jahr weniger als vorletztes Jahr, weniger als vorvorletztes Jahr und dieses Jahr ist es mehr und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich mehr sein. Ja, und deswegen darf nicht geschehen, dass man die Dinge gegeneinander ausspielt. Und ich verstehe ja so langsam, dass es da so das Gefühl gibt, die Grünen hätten immer quasi mit einer Weltuntergangsszenario die Leute verschreckt und so funktioniert's nicht. Ich kann mich gut erinnern, als ich meinen ersten Wahlkampf gemacht habe und noch nicht selber als Kandidatin, das ist ewig her, da war damals noch Gunda Röstl Bundesvorsitzende und die hatte eine Veranstaltung in Freiburg und hat gesagt, das Öl hält noch irgendwie 20 Jahre und dann ist es alle. Diese 20 Jahre sind vorbei und das Öl ist nicht alle. Warum? Weil man heute nach Öl an Stellen buddelt, wo man damals gar nicht auf die Idee gekommen wäre, weil sich neue Felder aufgetan haben, weil man neue Technologien entwickelt hat. Und ein bisschen ist das so eine Geschichte, die holt uns immer wieder ein, ja, dass man uns sagt, ihr habt doch damals ein Szenario an die Wand gezeichnet, was sich doch gar nicht entwickelt hat, also hört uns doch heute damit auf. Ja, das ist ja dieses, wo wir irgendwie rauskommen müssen. Aber wir kommen, glaube ich, nicht damit raus, dass man eben nur sagt, und das nur meine ich wirklich nicht despektierlich, ja, aber dass man einen Weg begeht und der heißt neue Produkte.
Da vorhin war mal die Frage, wie setzt sich das eigentlich um? Ja, wie ist die Durchsetzungsfähigkeit? Wenn es ganz schnell gehen würde, wenn wir ganz schnell in der Lage wären, unsere Produkte alle zu ersetzen, weil wir müssten sie ersetzen. Ja, das heißt, wir müssten bestehende Produkte, die also zumindest so wie ich das jetzt technisch und chemisch bisher verstanden habe, ja nicht alle wieder in einen neuen Zyklus überführt werden können, sondern man müsste ja auch in irgendeiner Form radikal quasi umgestalten. Ja, das übersteigt meine Vorstellungskraft, wenn allein dieses der Weg ist, ökologische Probleme zu lösen. Aber wenn wir uns darauf einigen, dass wir sagen, wir gehen quasi mit jeder Kreativität, mit jeder Innovation, mit jeder neuen Idee, mit meinetwegen natürlich gerne den besten Leuten, ja, ob das was mit dem NC beim Chemiestudium zu tun hat, das weiß ich nicht. Aber natürlich mit der Kreativität, die da ist, gehen wir voran und verändern irgendwas. Aber dann möchte ich nochmal in die Erinnerung rufen, in Deutschland leben 80 Millionen Menschen, auf der Welt irgendwann 9 Milliarden. Und dann muss ich parallel dazu ganz viele Antworten haben auf die Frage, wie kann ich im Bestand verändern? Und dieses werde ich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Dazu reicht es mir nicht aus, dass dieser Pfad quasi der ist, der alleinig die Probleme lösen soll. Und ich komme auch immer noch nicht dahinter, warum Sie so argumentieren, dass Sie sagen, den Verbrauch nicht minimieren, den Fußabdruck besser größer als kleiner. Ja, da sind ja so viele Komponenten, die eine Rolle spielen, da würde ich lieber bei sämtlichen begehbaren Wegen bleiben. Und dazu gehört natürlich auch Effizienz und Einsparung. Also ich glaube, der Energieteil hat ja so ein attraktiv, weil man den so leicht messen kann. Ich kann ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung. Ja. Ich habe ein Riesenproblem, die Veranstaltung hat später angefangen, als ich dachte und hört auch später auf. Ich habe eine Babysitterin zu Hause, die muss weg und deswegen muss ich jetzt auch weg. Das ist auch nützlich, also für die Babysitterin. Und deswegen muss ich leider gehen. Es tut mir total leid. Wünsche noch ein gutes Gelingen und verschwinde jetzt. Tschüss. Genau. Vielen Dank, Frau André. Dann gehen Sie jetzt. Wir diskutieren hier noch ein bisschen weiter, aber ich würde sagen, weil auch sich ganz viel Interesse auf Herrn Braungart da bezieht, dass man dann auch, Sie sind ja noch eine Weile da, oder dass man dann auch unten noch so ein bisschen im geselligen Teil dann weiter diskutieren kann. Ich glaube halt, das Energieproblem ist deshalb zu diskutieren, weil man es halt messen kann in Tonnen CO2. Dabei ist es halt, wie gesagt, ein Kohlenstoffproblem. Und wenn ich natürlich die Dinge darstelle und jetzt so in ein paar kurzen Einwürfen, stelle ich 30 Jahre Arbeit von vielen Dutzend Kollegen vor. Und das ist holzschnittartig und oberflächlich. Das tut mir auch dazu leid, aber ich versuche es auch pointiert deshalb darzustellen, weil ich versuche, dass das Bestehende sozusagen halt tödlich ist. Und das erste, viel kritischere Material ist Phosphor. Weil, sagen wir jetzt mal, wir überhitzen die Erde um 5 Grad dazu. Ja, das ist verheerend und tatsächlich wird es Millionen und Millionen Menschen umbringen. Ja? Davon, wenn wir aber Phosphor nicht haben, wir haben nicht keinen Meteoriteneinschlag, dann werden wir nie zu etwas anderem kommen, weil wir den Phosphor nicht haben. Ja? Oder Kalium zum Beispiel. Das heißt, wenn Sie sich das angucken, das ist aber zu kompliziert, weshalb ich so ein bisschen sauer bin dazu als untergeordnet, weil ich den Eindruck habe, dass die Grünen das Umweltthema nur noch taktisch benutzen und zwar eher als Machtspielchen. Es ist mir erst also richtig klar geworden, als ich bei der Beerdigung von Charlotte Garbe war, die große Charlotte Garbe, es war niemand da von diesen ganzen Grünen, obwohl die Charlotte Garbe das tatsächlich gemacht hat, diese Arbeit im Bundestag. Und ein Jürgen Trittin hat sich seit aller Anfang immer nur um taktische Machtspielchen gekümmert. Die Sache hat ihn nie interessiert. Ja? Und das ist seit Fraktionsassistent davon. Und dass es so wenig Qualifikation innerhalb der Grünen gibt, und man sich dann kapriziert, der Großindustrie sozusagen sie zu vertreiben, indem man Energiepreise doch anders macht. Mein Gott, was haben die davon, wenn sie denn in Brasilien produzieren? Was ändert sich denn da bitteschön dafür? Das ist Ökologismus. Nur so zu tun, es fehlt innerhalb der Grünen einfach an Qualifikation. Darum kapriziert man sich auf das CO2-Problem. So wichtig das ist. Aber schauen Sie, wenn ich zum Beispiel ein Baby mit Großtier mit 6500 Windeln und ich den BASF-Kunststoff nehme und den Evonik-Superabsorber davon, und dann könnte ich mit dem Baby, nur wenn ich jetzt in der Logik bliebe, ja, mit dem Baby so viel Kohlenstoff binden, wenn ich diese Superabsorber als Substrat in Israel verwenden würde, um Bäume zu pflanzen, dann könnte ich dieses Baby mit den 150 Bäumen Kohlenstoff positiv setzen, nur mit den bestehenden Windeln.
Verstehen Sie? Warum soll ich denn davon kohlenstoffneutral oder eben oder Passivhaus oder klimaneutral reden? Das ist Schuldmanagement. Und darum, da dieses so völlig nicht betrachtet wird, gerade in Deutschland und sonst überall dann Verbrennungsanlagen als Umweltschutz ausgegeben werden. Ja, und dieses auch natürlich mit Grünen zustande gekommen ist, die flächendeckende Müllverbrennung, wo der Kupfergehalt in den Schlacken allein mehr Müll verursacht, als diese ganzen Anlagen überhaupt verbrennen können. Und Kupfer viel seltener ist als Öl. Ja, weil in Sri Lanka nur 5% des Kupfers, aber 20% der Energie verwendet werden. Das heißt, dann sage ich bitte Qualifikation, lernt was. Nehmt die Heinrich-Böll-Stiftung für echte Qualifikationsgewinnung, weil das, was die Grünen jetzt machen, ist purer Ökologismus und bei der SPD auch. Und darum kann ich die Claudia Langer so verstehen, weil ich sage, wen soll man denn noch wählen? Ja? Davon, weil in der Tat da keine ernsthafte, seriöse Arbeit stattfindet, gerade im Politikbereich nicht. Und das möchte ich bitte einklagen dafür, bitteschön. Das ist ein bisschen unfair, jetzt kaum ist Frau André weg, den Grünen mangelnde Qualifikation vorzuwerfen. Aber genau, das können Sie nachher auch weiterführen. Ich würde jetzt noch einen einzigen, genau, Sie haben sich nämlich schon so lange gemeldet. Sie haben es jetzt noch verdient, noch dran zu kommen. Und dann würde ich sagen, die Diskussion, wir verlagern sie einfach nach draußen. Ist auch bestimmt noch warm draußen, dann kann man da unten noch auf der Terrasse stehen. Ja, ich glaube, ich habe lange gewartet und Herr Defosse auch. Er kam ja auch gar nicht zum Wort. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch meine Frage an Ihnen zu stellen. Ja, sehr schön. Sie kommen von BASF, ein global agierendes Unternehmen, und wir haben mit Erderwärmung auch ein globales Problem. Das heißt, wir müssen auch global agieren. Ich möchte halt an dieser Stelle auch wissen, was BASF macht mit den anderen Produktionspartnern, die Sie weltweit haben, dass der Umweltstandards weltweit eingehalten wird, beziehungsweise neu eingeführt werden, weil wir haben momentan diese Situation, dass wir in Deutschland immer besser werden, aber woanders geschehen Sachen, die hier undenkbar sind. Und da möchte ich wissen, was ein global agierendes Unternehmen wie BASF macht, um eben das zu verhindern, dass Umweltverschmutzung verlagert wird. Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Also bei der BASF ist es so, dass die grundlegenden Standards im Umweltbereich, die wir haben, auch bei Neuanlagen, die wir im Ausland errichten, beispielsweise Verbundstandort, also dieses Konzept des Verbundes, haben wir auch übertragen, beispielsweise in Anlagen, die wir jetzt bauen in China, also und auch in Malaysia, dass wir das nutzen. Und auch das gilt also nicht nur für die Umweltstandards, das gilt auch für die Sicherheitsstandards, die natürlich auch wichtig sind. Denn man soll natürlich auch nicht die Augen verschließen. Es gibt gewisse chemische Prozesse, die nach wie vor ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Das soll man nicht kleinreden. Und deswegen brauchen wir auch qualifizierte Mitarbeiter, die geschult sind, die natürlich auch dementsprechend von den Lohnkosten her entsprechend intensiv sind. Aber das sind alles Dinge, die wir zum Beispiel setzen und womit wir auch werben, dass wenn wir investieren, auch sozusagen hier dazu beitragen, dass sich auch andere an unseren Standards messen müssen. Gut, ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei. Diese Diskussion hat nur... Aber ganz eine Herzensangelegenheit. Eine Herzensangelegenheit. Die Hälfte aller Industriewasserprobleme sind weltweit mit Textilien verbunden. Ja? Die traditionellen NGOs sagen Detox, die und die Chemikalien nicht drin. Wir legen fest, was in den Textilien drin ist. Wir haben eine Puma-Kollektion, die erste, arbeiten jetzt an der vierten davon. Und wir suchen alle Chemikalien positiv raus, dass sie für die Haut geeignet sind und für biologische Systeme. Wir haben bis 2021 einen Vertrag mit den Leuten. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird sich die gesamte Firma Puma ändern, auch weltweit. Damit wird sich Nike und Adidas ändern und Hennes und Moritz und Cheap and Awful und alle diese Firmen auch. Ja? Das heißt, ich bitte Sie, schreiben Sie eine kleine E-Mail an die Leute, weil es hat dreimal das Management jetzt gewechselt und das ist kritisch. Aber wenn es uns gelingt, können wir positiv definiert die gesamten Industrieabwasserprobleme der Textilindustrie, was übrigens sehr viele tolle BASF-Chemikalien in diesen Puma-Sachen drin sind, dass da keine Illusion drüber ist. Das ist Hightech-Chemie. Ja, aber dann können wir das wirklich erreichen. Und da erreichen sie für die Leute in den Ländern ganz viel. Und es sieht so aus, dass es uns gelingen könnte. Die erste Kollektion hat sich wunderbar verkauft. Sagen Sie den, machen Sie weiter. Geben Sie einmal Puma Cradle to Cradle in Cycle und dann sehen Sie, dass es gehen könnte. Und das ist dann zu der Einfrage, wie schnell man das schaffen könnte, vielleicht eine Chance. Und wenn wir das Wasser dann nutzen können für Bewässerung, weil es eben nicht giftig ist davon, sondern weil es nützlich ist davon, dann haben wir ganz viel gewonnen. Und da bitte ich Sie einfach jetzt konkret einfach um Hilfe dabei. Nur konkret, schreiben Sie eine kleine E-Mail. Denn wenn uns das gelingt, wird nur die Textilindustrie damit ändern. Das ist ein Drittel aller Chemikalien weltweit. Okay, das ist doch jetzt...
ein schöner Schluss für den Abend, der Aufruf. Sie können alle Aktivisten werden, Sie können bei Frau Langer unterschreiben von vorhin, Sie können eine E-Mail schreiben an Puma, damit haben Sie jetzt einen Auftrag und was zu tun. Worüber man sich einig ist, das ist hier offensichtlich, ist es sehr schwer herauszufinden, was ist das Richtige, und es mag sein, dass wenn wir hier in 10 Jahren wieder zusammenkommen, dass wir dann herausfinden, dass das, was wir jetzt machen, gar nicht das Richtige war oder vieles davon war vielleicht richtig und anderes falsch. Aber genau dafür sind ja solche Konferenzen da, um so ein bisschen eine Meinung sich zu bilden, was ist das Richtige, was könnte das Richtige sein. Kommen Sie morgen wieder, denken Sie drüber nach, was das Richtige sein könnte, wem Sie Ihr Vertrauen schenken. Ich hoffe, Sie haben sich hier wohlgefühlt und unterhalten gefühlt. Schönen Abend.